Ja, aber ich überreiche das Wort wieder an dich, Ralf. Sind wir auch schon bei jemandem, der auch langsam auf die Ziele gerade einsieht. Das ist nämlich unser nationaler Koordinator für der Astronomie, Dr. Michael Geffert vom Max-Planck-Institut, den ich auch gerne zu uns bitten möchte. Nicht in seiner Rolle, die kommt gleich, als Festredner, sondern als derjenige, der, ich komme hier rüber, sonst wird es zu eng, der in den letzten ja, 9 Monaten und 10 Tagen einen Großteil seiner Kraft darauf verwendet hat, diese Idee der Popularisierung der Astronomie voranzutreiben. Also kann man sagen, dass das Jahr der Astronomie, soweit es jetzt vorangelaufen ist, doch tatsächlich die Erwartungen erfüllt hat? Das würde ich auf alle Fälle sagen. Ich denke, man sollte die Rolle des Koordinators nicht überbewerten. Ich denke, die Idee ist es vor allen Dingen. Das kann kein Koordinator leisten, selbst wenn er noch so viel leisten könnte. Wichtig ist einfach, dass viele Leute mitmachen. Also in der Zeit, wo Alexander gewirkt hat, gibt es in der Astronomie eine bahnbrechende Messung, nämlich die erste Entfernungsmessung zu einem Stern. Diese hat Alexander auch motiviert, ähnliche Messungen in Bonn durchzuführen. Und in dieser Zeit wurde der Neptun entdeckt und es wurden viele von den kleinen Planeten entdeckt. Außerdem muss man sagen, dass in dieser Zeit eine Hochzeit der hellen Kometen war. Es hat so von 1840 bis 1860 einige sehr helle Kometen gegeben. Da gab es unter anderem den sogenannten Kometen Donati. Das muss wohl eine der schönsten Kometenerscheinungen gewesen sein, die man überhaupt sehen konnte. Die Sterne in dieser Zeit waren für Astronomen nur Punkte. Man wusste, dass sie etwa in großer Entfernung war. Und um ein bisschen Ordnung da reinzukriegen, beschloss man also, deren Koordinaten zu bestimmen. Wenn der Stern exakt durchging, so haben wir das im Buch von Professor Schmidt gesehen, hat er den Fuß aufgestampft, eine Etage tiefer, saß jemand, der jedes Mal wieder so machte, auf die Uhr schaute und dann die Zeit aufschrieb. Wir werden hinten in der Ausstellung auch eine wunderschöne Zeichnung und Darstellung sehen, wie das mal so richtig nachempfinden können. Das ist ja der große Vorteil einer solchen Ausstellung, wenn ich Ihnen das erzähle hier, das ist das nett und amüsant, aber wenn Sie es sehen, das ist nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Nun, im Zuge der Vorbereitung dieser Ausstellung haben die Kollegen Murmester und Radenal herausgefunden, dass das nicht stimmt. Leider. Denn es war nicht ein Stammchen, sondern es war ein Zuruf mit Code. Und es ist vielleicht eben, wir können als Wissenschaftler die Wissenschaft ein bisschen vermitteln, klar machen, warum das für uns bedeutend ist. Aber die Person aneinander zu vermitteln, das kann man viel besser als einem solchen Museum. Wir werden das in der Ausstellung auch sehen, als ich diese Exponate sah, die ich eigentlich alle kenne, und sah, wie die zusammengestellt sind, wie mit einem Mal mir deutlich wurde, dass es noch mehr ist als Wissenschaft, wie wir in diese Zeit einzuordnen sind. Und das ist etwas, wofür wir die Museen brauchen, die in Zusammenarbeit mit uns das dann sozusagen darstellen. Und ich finde, dass das da in Ausstellung entstanden ist, das möchte ich mal den beiden Kollegen sagen, das finde ich wirklich ganz beeindruckend. Und obwohl ich diese Sachen wirklich alle kenne, war das für mich ein völlig neuer Blick, diese Dinge hier vorzusehen. Und da wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei, das auch zu erfahren. Herzlichen Dank. Wieder eine Schere, alle in Position und das Kunststück, das synchrone Durchschneiden. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, hiermit ist diese Ausstellung eröffnet.